Wir möchten heute mal über eine Sucht sprechen, die so gut wie jeden Mann da draußen heutzutage betrifft. Es ist eine relativ neue Sache, die es noch nicht so lange gibt, und zwar ist es die Pornosucht. Und Florian, wie sieht das bei dir aus? Ich habe dich jetzt mal hier eingeladen, möchte da mal ein bisschen mit dir drüber sprechen. Was sind so deine Erfahrungen mit der Pornosucht? Wie lange warst du pornosüchtig? Wie hast du es da rausgeschafft? Und ja, welche Vorteile hat man überhaupt, wenn man ja keine Pornos konsumiert? Danke erstmal für die Einladung, Tim. Bei mir war es so, dass ich retrospektiv auf jeden Fall sagen kann, dass ich seit meinem 12. Lebensjahr süchtig nach Pornografie war. Und ich viele Jahre dagegen angekämpft habe. Ich bin heute 20 Jahre alt, bin jetzt vor kurzem 20 Jahre geworden und kann jetzt ja offen sagen, dass ich seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr diese Sucht in den Griff bekommen habe und auch schon seit mehreren Monaten keine Pornos mehr geschaut habe. Was Bei mir war war, das so, ja? dass ich wirklich das Leben wirklich down under ging. Also es hat wirklich mein gesamtes Leben gefickt. Es hat nicht nur mein soziales Leben gefickt. Ich konnte Frauen nicht mehr in die Augen schauen. Ich hatte keine Dates mehr. Ich hatte allgemein Probleme, mich mit anderen Leuten zu connecten. Aber es war auch so, dass ich extrem faul geworden bin durch diese Sucht. Ich konnte meine Ziele nicht mehr vernünftig verfolgen. Ich hatte weniger Energie, war dauerhaft abgelenkt und hatte keinen Fokus und keine Konzentration. Ja, und Das waren so alles geht's ja, Sachen. egal welchen Mann man so trifft, wirklich ich finde, 90% aller Männer sind so, wie du das gerade erklärt hast. Und das ist echt Ja. erschreckend. Ja. Und jetzt kannst du dir natürlich auch angucken, wie viele Männer schauen denn täglich, wöchentlich Pornos. Da sind wir wahrscheinlich auch bei 90%. Wahrscheinlich. Wobei wir darüber wahrscheinlich nie eine aussagekräftige Statistik bekommen, weil es halt natürlich keiner sagt, ganz Ja, offen auf der für die Straße, wenn jemand. Gesellschaft insgesamt scheint das auch kein großes Problem zu sein. Wobei ich aber der festen Überzeugung bin, dass viele Probleme, die die meisten jungen Männer heutzutage haben, damit gelöst werden könnte, wenn sie einfach aufhören würden, Pornos zu schauen und so regelmäßig zu masturbieren. Was heißt gelöst? Zumindest müssten sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Denn bei mir war es so, dass ich die Pornos immer als Flucht genutzt habe. Also ich konnte mit den Pornos der Realität entweichen. Ich hatte dort alle Frauen, die ich mir wünsche, sofort auf Knopfdruck parat, kostenlos und konnte mir quasi das beste Stückchen vom Kuchen immer zu jeder Zeit, an jedem Ort kostenlos nehmen. Und was das meinem Gehirn gesagt hat, ist ja vor allen Dingen, dass ich für die größte Belohnung, die Natur für mich festgeschrieben hat, nämlich Fortpflanzung, wo das meiste Dopamin ausgeschüttet wird, nichts tun muss. Die kommt auf Knopfdruck. Und wenn ich mir das jeden Tag zeige, ja, warum soll ich dann noch hart arbeiten? Warum Warum soll sollte ich man mich. dann noch eine Frau Ja. ansprechen? Ja. Ja, Warum soll ich eine Frau wenn du ansprechen? online das anschauen kannst, dann. Das Ding ist auch, wenn du dir die Pornos anschaust, so du kannst wirklich innerhalb von ein paar Sekunden mehr nackte Frauen sehen, wie deine kompletten letzten 100 Jahre deine Vorfahren überhaupt in ihrem kompletten Leben gesehen haben. Und das ist einfach so eine ungesunde Sache, weil. Man muss schon sagen, dass so das Streben nach einer Frau, nach einer Familie und wie du gesagt hast, Fortpflanzung ist einer der krassesten Urinstinkte in uns Menschen drinnen. Und wenn du diesen Urinstinkt rausnimmst, dann nimmst du, ja, du nimmst einfach die Essenz beim Mann raus. Wenn du diesen Teil wegnimmst, dann hat er wirklich, wie du gesagt hast, keine Motivation, was aus seinem Leben zu machen, mehr aus sich Ja. rauszuholen, sich zu verbessern. Und deswegen ist es wirklich einer der wichtigsten Sachen, dass der moderne Mann wirklich seine Lust und besonders seine Pornosucht und dieses ganze Zeug in den Griff bekommt, wenn man wirklich was aus sich machen möchte. Ja, und schon gut, dass wir auch dabei im Begriff Mann bleiben, denn die Pornosucht ist größtenteils ein reines Männerproblem. Es gibt auch ein paar Frauen, die da drin sind, aber das hat meistens eher psychische Ursachen. Und diese reine Pornosucht ist tatsächlich auch was Körperliches. Einfach dadurch, dass durch diesen Impuls, du siehst auf diesem Bildschirm das, bekommt das Stammgehirn, das Reptiliengehirn beim Mann das Signal, okay, ich habe dort eine nackte Frau vor mir liegen, ich kann mich jetzt fortpflanzen und das Gehirn macht Folgendes, es stößt so viel wie möglich Dopamin aus, um für eine Erektion zu sorgen, um dafür zu sorgen, dass du dich erfolgreich fortpflanzen kannst. Und was dann aber passiert, wenn du dich erfolgreich fortgepflanzt hast mit deiner eigenen Hand und du hast einen Orgasmus? Du willst es wieder. Dein Gehirn denkt dann erstmal, wow, geil, jetzt gibt es erstmal eine Belohnung, du hast dich fortgepflanzt. Aber gleichzeitig bekommst du auch das Signal, oh, es ist Sommer. Das heißt, jetzt ist die beste Zeit, es gibt ganz, ganz viele Frauen, ich kann mich immer weiter fortpflanzen.
Und das Gehirn programmiert sich voll darauf, ey, ich habe jetzt hier die Pornos, ich muss alles tun, um die so oft wie möglich zu Du willst es schauen. immer wieder Und haben, diesen Dopamin-Kick, ja. ja, Und das ist du das willst es immer Gefährliche, ja. wieder haben. Du willst es immer wieder haben. Und bei mir war das dann so, dass ich dann halt, es hat alles darunter gelitten. Es hat erstmal haben meine schulischen Leistungen darunter gelitten Ja. und später haben dann natürlich auch meine Arbeitsleistungen runtergelitten, weil ich immer wieder abgelenkt war. Ich konnte keine klaren Gedanken fassen und ich war immer wieder bei diesen sexuellen Themen. Ja, Und du stumpfst einfach so ein bisschen deine Dopaminrezeptoren auch ab. Wenn du fünfmal am Tag masturbierst und Pornos schaust, du hast so Rezeptoren am Hirn, desto öfter die das ausstoßen, dieses Dopamin, desto, ja, desto weniger spürst du irgendwann das nächste Mal. Und deswegen ist es auch so, dass viele Leute dann immer hardcore-mäßigere Filme anschauen. Am Anfang guckt man vielleicht noch was ganz Normales an und die Leute, so war es auch bei mir, man braucht immer extremere Sachen, um dann erregt zu sein. Und das ist auch noch sehr toxisch, weil da schaut man sich irgendwann Sachen an, die, ja, die man gar nicht schauen will. Ich habe zum Beispiel schon von Leuten gehört, die heterosexuell sind, sich irgendwann, ja, homosexuelle Videos anschauen. Was jetzt an sich nicht schlimm ist, aber obwohl sie gar nicht homosexuell sind. Und das finde ich auch extrem krass, wie das so das beeinflussen kann auch. Und das war bei mir auch so. Und der gleichzeitig kommt natürlich als Nebenwirkung von dieser Abstumpfung, dass das reale Leben dir natürlich kaum noch einen Reiz bietet. Das Ja. heißt, du gehst raus und alles erscheint irgendwie grau. Depressionen können entstehen, Ja. weil eben, und das ist auch ganz, das ist jetzt nicht wieder pseudowissenschaftlich, wie halt viele sagen, sondern es ist ganz leicht wissenschaftlich belegbar, wenn du dein Gehirn mit Dopamin überreizt, dann reduzieren sich die Rezeptoren für Dopamin. Das heißt, dein Gehirn möchte sich schützen, weil es ja immer so viel Dopamin bekommt. Ja. Das heißt aber auch, dass diese Schwelle, wo das Dopamin dann ausreichend ist, dass du dich wirklich mal wieder gut fühlst, immer höher wird. Und dadurch brauchst du die höheren Reize und gleichzeitig reichen die Reize aus der realen Welt nicht mehr aus. Ja. Und dadurch entstehen dann Sachen wie eine erektile Dysfunktion und wie Potenzstörungen und sowas, Ja, und du die hast heutzutage, ja. ja sehr oft bei vielen Männern sind. Ich kenne jemanden, der in der Apotheke arbeitet und der hat auch gesagt, dass also früher waren es nur ältere Männer, die sich halt die blaue Pille, also das Viagra oder so geholt haben. Mittlerweile sind es extrem viele junge Männer und ich denke, dass es auch ein Grund davon ist. Ja, es gibt ja diese klassische No-Fat-Bewegung und ehrlich gesagt möchte ich da ein bisschen von wegkommen, weil die konzentrieren sich viel zu sehr darauf, Tage zu zählen, zu Ja. schauen, steigt das Testosteron. Aber meiner Meinung nach ist das völlig irrelevant, denn die wirklichen Faktoren, die sich verändern, sind ganz andere, wie zum Beispiel Dopaminrezeptoren. Aber wenn man das vielleicht auch so mal so auf spiritueller Ebene betrachtet, also ein bisschen weggeht von der Wissenschaft, und einfach mal schaut, okay, was ist eigentlich unsere Aufgabe als Mann auf diesem Planeten? Jetzt mal ganz runtergebrochen. Und das ist Fortpflanzung. Das ist Fortpflanzung und die Gene weiter zu verbreiten. Und Ja. diese Art von Fortpflanzung, weil wir quasi die besten Männer sein wollen, weil die Frauen eben die Männer auswählen und so weiter, dieses ganze Prinzip, basiert ja darauf, dass wir Männer auch Gas geben, dass wir Männer uns verbessern. Ja, und wenn man sich dessen bewusst macht, dann muss man diese starke Energie, die eigentlich für die Fortpflanzung gedacht ist, man muss die eigentlich jetzt nicht unbedingt darauf fokussieren, jetzt Frauen zu beeindrucken und so weiter, denn man kann diese Energie für sich nutzen und in Das seine ist Ziele ja. stecken. Das ist die Was stärkste geht ab? Energie, die ein Mann hat, die sexuelle Ja, Energie. Und 100%. so viele verschwenden die einfach, ja. Das Ja, hast du echt gut gesagt. genau. Wenn du jetzt jeden Tag Pornos guckst, wenn du jeden Tag masturbierst oder auch nur mehrfach die Woche, tja, dann schießt du diese sexuelle Energie in den Wind. Und das ist die primäre Kraft, die du hast. Also du hast fast keine andere Energiequelle. So, es gibt da auch, das ist nicht studientechnisch bewiesen, weil es nicht so leicht geht, aber in Indien wird in Erzählungen der ayurvedischen Medizin erzählt, dass ein Tropfen Sperma 500 Tropfen Blut braucht, um es herzustellen. Also sind auch sehr viele Vitamine und quasi Ja, Umwandlungsprozesse im ja. Körper beteiligt, um das Ganze herzustellen, sage ich mal so. Weil, runtergebrochen, ist es nichts anderes, das ist Leben, was du da in deine Hand rausschießt. Und Ja, jeder, der mal versucht hat, 30 Tage lang nicht zu masturbieren und halt auch keinen Orgasmus zu haben, der merkt einfach, was für eine Energie dann aus einem rausspulen, was für eine Motivation, wirklich, das ist so krass. weil wir sind ja eigenverantwortlich und wir sehen das. Und im Endeffekt ist es auch eine Riesenchance. Wenn du, der dieses Video jetzt sieht, für dich erkennst, okay, ja, ich könnte es ja mal ausprobieren und ich weiß nicht, Tim, wann du das Video hochlädst, vielleicht noch im November, im Ja. No-Nut-November. Und Ich hoffe mal, ihr vielleicht seid noch bist am du dafür. Start, wenn ihr das Video hier Ja, seht. genau. Ich hoffe auch, ihr seid noch am Start.
Und das Ganze ist eine Chance. Gerade jetzt auch im 9. November, nehmt euch das mal mit, weil ihr müsst euch das so denken, wenn 99% der Männer dieser Sucht verfallen sind und das als normal ansehen, ihr aber zu den 1% erwachst, die das Ganze nicht tun und sich dagegen entscheiden, tja, natürlich, klar, werden dann auch Leute über euch lachen, ach, das ist doch kein Problem, ist doch nicht schlimm. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass viele von denen wahrscheinlich dasselbe Problem haben und gar nicht die Kraft hätten, damit aufzuhören. Ja, Wenn das du jetzt ist. aber damit aufhörst und die Kraft hast, das hinter dir zu lassen, dann kannst du dir sicher sein, dass du relativ schnell viele andere Männer überholen wirst und dir ein geiles Leben aufbauen Und dass du kannst. einfach schnell dann zu diesen Top 20% der Männer gehörst, die sich ihre Frauen aussuchen können. Weil man muss auch mal sagen, dass wirklich diese Top 20% der Männer haben wirklich, ne, die meisten Frauen, 80% der Männer haben keine Frauen. Ich meine, man sieht es jetzt zum Beispiel an den Incels und so. Diese Verteilung ist extrem krass geworden. Und wenn du einfach diese Kontrolle über deine Lust hast und ja diese sexuelle Energie für dich nutzt, dann bist du einfach automatisch wirklich, also wenn du diese neu gewonnene Energie auch in was Positives umwandelst und dir positive Gewohnheiten aneignest und Sport machst und so weiter, das muss man natürlich dann auch nutzen, ne? Man muss das auch für was Produktives dann benutzen, dann wirst du auf jeden Fall zu einem Top-Mann werden. Also es geht einfach kein Weg dran vorbei. Ja, denn was ja vor allen Dingen passiert, wenn du dann aufhörst, wenn du viel Pornos konsumiert hast und dann aufhörst damit, das löst nicht alle deine Probleme wie eine Magic Pill, sondern es setzt vor allen Dingen Energie frei und es gibt dir dann die Möglichkeit, überhaupt erstmal zu sehen, okay, was sind denn meine Probleme? Wo sind denn überhaupt meine Baustellen? Weil was Pornos machen, ist nichts anderes, als sich zu betäuben. Das ganze Dopamin zeigt dir an, okay, mir geht es ja super gut. Aber wenn du da mal aufhörst damit, dann siehst du, ah, okay, vielleicht ist mein Leben doch gar nicht ganz so geil, wie ich mir das immer eingeredet habe. Ja, das stimmt. Wer das wirklich mal erlebt, wer sich wirklich davon befreit eine Zeit lang, der wird merken, dass echter Sex, und da rede ich auch von gutem Sex, der dann mit der Zeit kommt, das ist eine andere Welt. Das ist viel besser, wenn der Ja. Sex gut ist. Und das kommt halt mit der Zeit. Und das war jetzt so ein Moment, Das das ist stimmt. jetzt eine Woche her, wo ich gemerkt habe, Alter, du wirst ja nicht mehr zurückfallen in diese Sucht. Selbst wenn du mal einen Rückfall hast, das ist nicht mehr das Leben, was du Ja, haben willst. denn deswegen sollte man auch da nicht immer so die Tage zählen und sich da drauf so versteifen. Es Ja. passiert immer mal wieder, dass man einen Rückfall bekommt. Das Genau. ist vollkommen normal. Wirklich, ich hab wahrscheinlich hunderte Rückfälle gehabt, seitdem ich mich mit NoFap beschäftige. Mann, Aber tausende. es geht einfach darum, wieder von vorne anzufangen und nicht dann dabei zu Ja. bleiben. Ja. Und es hat wirklich 2 oder 3 Jahre gedauert, bis ich das Ganze im Griff hatte. Also es ist vollkommen normal. Besonders wenn man das so lange und schon so tief in der Kindheit angefangen hat. Ja. Es ist echt schwer, damit aufzuhören. Guck mal, wenn du quasi mit 9 anfängst und das erst mit 18, 19 checkst, dann bist du schon 10 Jahre in diesem Sumpf drinnen. Und deswegen ist es natürlich auch vollkommen normal für viele junge Männer, dass es schwer ist, damit aufzuhören. Und es ist auch vollkommen normal, dass man es nicht beim ersten Anlauf schafft. Viel zu viele Leute, die geben dann einfach viel zu früh auf. Ja, und das war so ein Ja. bisschen meine Geschichte. Und dann, ja, erst NoFap gemacht und dann habe ich mich auch mehr mit Semen Retention beschäftigt. Das ist ja nochmal was anderes. NoFap heißt ja nur, dass du dir nicht keinen runterholst, keine Pornos schaust. Du kannst ja trotzdem mit deiner Freundin schlafen und einen Orgasmus haben. Und Semen Retention heißt einfach nochmal, dass du auch keinen Orgasmus hast, dass du deinen Samen, der einfach auch sehr viele Nährstoffe und Energie in sich hat, in dir drin behältst, damit du diese Energie halt in andere Sachen umwandelst. Und als ich das angefangen habe, muss ich auch sagen, das hat mir so eine Art auch spirituelle Energie gegeben. Ich habe angefangen, mich für ein bisschen mehr für Religion, für Spiritualität zu interessieren. Weil vorher hatte ich da irgendwie noch gar keine Connection dazu. Und dadurch, dass ich wirklich das in mir gehalten habe und ja, das hat mir irgendwie dann nochmal so, man sagt ja, man hat so ein drittes Auge, es hat irgendwas bei mir umgeswitcht und ja, irgendwie bin ich irgendwie ein bisschen. Ist dieser Brain Fog, dieser Nebel, den ich vom Hirn hatte die ganze Zeit, ist einfach dann weg gewesen. Und seitdem ist mein Leben einfach tausendmal besser. Wirklich, ich würde nie wieder zurückgehen wollen. Also du konntest klarer denken dadurch, hast mehr Fokus gehabt. Ja, mehr Fokus auf jeden Fall. Ja, viel Ja. klarere Gedanken. Machst du das aktuell noch? Ich mache jetzt schon Semen Retention schon wieder seit 2 Wochen. Ich habe ja eine Freundin. Aber ja, jetzt ist auch not November, da muss ich natürlich auch stark bleiben. Ist natürlich schwierig, wenn man eine Freundin hat, ne? Also ist nochmal Next Level, würde ich sagen. Aber auch da ist es auf jeden Fall möglich, seinen Orgasmus halt für sich zu behalten. Und das werde ich auch tun. Und ich muss auch sagen, dass ich dann auch deutlich produktiver bin, wenn ich das Ganze mache.
100%. Und man kann das natürlich auch als Belohnung nutzen, ne? Das ist natürlich ein weiteres Tool, was man so für sich hat, wenn man was feiern möchte. Vielleicht für für viele hört sich das wahrscheinlich für absolut verrückt an. Kann ich nachvollziehen. Mir ging es früher auch so. Ich hätte wahrscheinlich auch früher gesagt, boah, ist ja bekloppt. Aber es ist hier wieder ausprobieren. Es gibt ja sehr, sehr viele Berichte auch in den Medien, die genau das verneinen. Masturbation ist gesund, du kriegst Prostatakrebs, wenn du nicht mal regelmäßig masturbierst. Das ist so ein Schwachsinn. Schon längst Und widerlegt. es ist längst widerlegt und am Ende, Leute, probiert es aus. Also diesen Effekt, wenn ihr die Pornos aufhört zu schauen, der ist auch nicht so gut wissenschaftlich nachvollziehbar, außer du würdest jetzt genau das Gehirn abchecken und dann die Dopaminrezeptoren, aber es ist ganz schwierig nachzuvollziehen. Du könntest natürlich die Erregung messen, je nachdem, wenn man länger keine Pornos geschaut hat und so weiter. Aber wer finanziert so eine Studie? Macht keiner. Von daher, weil diese Einfach Pornoindustrie aus. ausprobieren. Ja, einfach ausprobieren. Die Man kann Pornoindustrie ist erst da, sich eine Meinung die drüber wird bilden, wenn man es ja ausprobiert hat. gesagt. Ja, 100%. Und die Pornoindustrie, die ist nun mal stark, die hat auch sehr, sehr viel Geld. Und zum Beispiel in Amerika ist es so, dass die Pornoindustrie mehr als dreimal so viel Geld hat wie die NFL. Die Basketballliga habe ich gerade vergessen und die Baseballliga. NBA. All die alle drei Ligen Crazy, zusammen Mann. hat die Pornindustrie noch dreimal mehr. Die ist riesig. Die ist riesig. Und von daher wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht viele Studien geben dazu, weil Business as usual läuft nun mal. Aber es gibt Videos wie hier. Es gibt Männer, die darüber offen reden und es gibt dich, der sich das anschaut und du kannst es ausprobieren und in den Genuss dieser Vorzüge kommen. Das ist kein Es Thema. wird natürlich auch, ne, wie viele, die bei NoFap und so sagen, ja, das ist so ein Heilmittel, Wundermittel, ist es auch in einer gewissen Art und Weise. Aber es ist jetzt, ne, es wird nicht all deine Probleme auf einmal lösen. Das ist natürlich auch immer viel übertrieben. Klar, aber wenn du halt süchtig bist und auch dadurch negative Sachen dir passieren, klar, wenn du aufhörst, wirst du viele positive Dinge spüren. Aber es wird natürlich nicht alle deine Probleme lösen. Du musst trotzdem noch wirklich schauen, dass du, ja, dass du das, die neu gewonnene Energie für dich nutzt. Und ich kann es wirklich nur jedem Mann da draußen empfehlen, der es noch nicht gemacht hat, der nur denkt, ah, Humbug, bla bla bla. Bitte probiert es einfach mal aus. Und wenn es sich nichts ändert, dann macht so weiter. Vielleicht seid ihr da irgendwie was Besonderes, keine Ahnung. Aber besonders bei jungen Männern kann ich das wirklich nur jedem empfehlen. Fangt erst gar nicht mit dem Scheiß auch an. Also. Ja, ich würde ganz gerne noch was zum Abschluss sagen. Und zwar sucht euch Hilfe, Leute. Bleibt da nicht alleine. Es gibt genug Communities, die es da gibt. Und ich weiß nicht, der Tim, vielleicht baut er auch irgendwann mal sowas auf in Zukunft, werden wir sehen. Aber es gibt auch mittlerweile Leute, die dabei helfen, davon wegzukommen. Und auch ich habe diese Schritte gemacht. Ich war tatsächlich deswegen in einer ambulanten Therapie und in einer stationären Therapie. Das habe ich jetzt dem Tim auch noch nicht erzählt. Und Crazy. zwar war ich. Ein oder ich glaube 2 Monate lang bin ich extra jeden Tag 200 Kilometer lang gefahren, noch während meiner Schulzeit Echt? und habe ambulant eine Therapie gemacht in der nächsten großen Stadt. Und dann, als ich gemerkt habe, okay, das reicht noch nicht, habe ich auch eine stationäre Therapie gemacht über 7 Wochen im Norden und da wirklich Respekt, mal dass du alles das so mitbekommen, was geht. zugibst. Also Ja, nee, auch das ist stark, sehr dass du den wichtig. Schritt gegangen bist, Mann, auf jeden Fall. Ja. Respekt. Ich will das auf jeden Fall teilen. Es Ich habe gibt das Hilfe da damals, draußen. Das ist ja, auf jeden es gibt Fall. Hilfe. Leider von staatlicher Seite aus nicht so gut. Also es war ein langer Kampf, diese Betreuung da zu bekommen. Und wir mussten das mehr über Depressionen machen, weil diese Analyse Pornosucht gibt es nicht so wirklich. Aber ja, es gibt Hilfe, es gibt Möglichkeiten. Und auf YouTube und so weiter gibt es viele Videos, es gibt Pornosucht-Coaches. Und meldet euch da, nehmt das Thema ernst, weil, wie gesagt, ich habe auch Männern da schon geholfen. Und diese Männer waren teilweise 60 Jahre alt und sind seit 30 Jahren süchtig. Ja, und das wird auch so weitergehen. Wir werden bald an den Punkt kommen, wo es Männer geben wird, die ihr ganzes Leben lang pornosüchtig waren. Und Leute, verschenkt eure Zeit nicht. Wenn ihr jung Ja. seid, dieses wirklich Video richtet sich an junge Männer, dann verschenkt eure Zeit nicht. Denn mit 30, so wie es ist, wenn ihr von 20 bis 30 richtig hart ackert, dann werdet ihr mit 30 ein verfickt geiles Leben leben können. Und das Leben solltet ihr euch holen und es nicht Verschwendet verschwenden. eure Zeit nicht, genau. Das ist auch nochmal ein Ja. Ding, ja. Man steckt da auch einfach sehr viel Zeit rein. Das merkt man oft gar nicht. Also, ich weiß noch, wie es bei mir war. Manchmal 8 Mal am Tag und so weiter. Und man, ne, man nimmt sich auch die Zeit, die Videos rauszusuchen und so weiter. Und
Ja. Es ist einfach, es ist es nicht wert, Mann. Holt einfach mehr aus euch raus und lasst die Scheiße einfach sein. Du sagst es. Genau. Danke für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, Mann, nice, dass du da dabei warst. Ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen Mehrwert aus dem Video ziehen. Ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ansonsten gerne eine Bewertung und ein Abo da lassen. Checkt auf jeden Fall den Florian seinen Channel aus. Der ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein. Peace. Ciao.